Und da würde ich sagen, es geht weiter. Ja, wir reisen direkt dorthin. Ja. Nach Hogsmeade. Aber bevor wir noch zu Serona gehen, verkaufe ich erstmal ein paar Sachen. Ja. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Lust auf eine kleine Stilveränderung? Wir haben eine große Auswahl. Sehen Sie sich in Ruhe um. Ach, ich würde ja. Ich hätte es wissen müssen. Okay. Ich sehe, einen besseren Hut haben wir. Und Schall auch. Hut und Schall gibt es hier sowieso nicht. Einzige, was gibt es, ist ein Umhang. Handschuhe. Brille. Ja, Brille. Also können wir alle drei eigentlich kaufen, ne? Das Problem ist, ich habe jetzt eine Fähigkeit auf dem Handschuh drauf gepackt, ne? Ja. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Beide sind 57, ne? Ist egal, welche wir kaufen. Ich glaube, das ist egal, ne? Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist Besenknechts Versprechen. Ja. Sagt das. Das ärgert mich, ne? Die Verbesserung, das ärgert mich. Dass ich jetzt darauf gepackt habe. Hatten wir auch, oder? Ja. Hatten wir hier ein für hat wie den besseren? Ja. Nee. Okay. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Wait. Schall. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie. Schall vergessen. Wenn Sie in der Gegend sind. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ja, das sowieso. Ja. Ja, willkommen, wir gehen erstmal. Zu der, ja, in den drei Besen. Dem alten Sprücheklopfer werde ich's zeigen. Ach hier. Warum haben wir jetzt so mal drauf? Warum? Hm.
auch zweimal das angewendet. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Hallo, Sirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Ja. Wir arbeiten sogar zusammen. Das habe ich. Danke. Wir arbeiten sogar zusammen, um Ranrok Einhalt zu gebieten. Tatsächlich? Ich hatte vermutet, dass Sie sich mit ihm verstehen. Es ist wohl besser, ich erfahre keine weiteren Details. Und ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Ich... natürlich. Ihre Eule erwähnte, Sie brauchen Hilfe bei etwas? Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield zu helfen. Ich glaube, ich kenne Mrs. Sprottle noch nicht. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Warum hat Mrs. Sprottle einen Vorrat an Mega-Power-Tränken? Dot ist eine geschickte Trankmeisterin. Sie versorgt reisende Händler mit dem Mega-Power-Trank. Eine gewöhnliche Vorsichtsmaßnahme, die leider zur Notwendigkeit wurde, seit Ranrocks Anhänger die Handelswege stören. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle nach so langer Zeit ihre Briefe noch? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Ich meine, war schon mal bei der? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ja, wie gesagt, auch schon, ich habe ja auch ein Spielstand mit Hufflepuff. Ich meine, ich war schon mal dort mit einem Charakter. Ich bin mir nicht sicher, war das die gewesen? Aber das werden wir gleich erfahren. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das die ist. Ich werde versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Das würde mir wirklich viel bedeuten. Und Dorothy sicher auch. Aiden wollte mir die Briefe bringen, als er krank wurde. Dot weiß, wo er sie verloren haben könnte. Ist das, ich glaube... Sie finden das Dorf nördlich von Hogsmeade. Bitte grüßen Sie dort von mir. Warte. Wir haben einen Unsichtbarkeitstrank. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, wir brauchen einen Unsichtbarkeitstrank. Sagt, ich meine, das wäre die gewesen. Ich bin mir, das werden wir gleich erfahren. Wenn es die wirklich ist, dann... Es wird ihm noch leid tun, mich auf. Ja, wir kommen gleich. Wir kommen später. Ja, eins nach dem anderen. Auf geht's nach Hogsmeade.
Ist das die? Nein. Ich glaube, nein, nein, nein. Von der ich gesprochen habe, ich glaube, die war hier unten gewesen. War die hier gewesen? Ja, ich glaube, dort unten, dort unten. Da war die gewesen. Da. Da. Sie meinte, sie bräuchte einen Unsichtbarkeitstrank, glaube ich, was gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ne? Ich sage ja immer, reisen Sie einer armen alten Hexe helfen. Revelio. Was gibt es denn für ein Problem? Was für eine Frage. Ich habe einen Grimm gesehen. Ein Omen des Todes. Hier bin ich nicht sicher, aber wenn er mich nicht sieht, ist alles gut, oder? Ich brauche nur einen Unsichtbarkeitstrank. Ja, genau das brauche ich. Genau das mal, ja, ja. Zufällig habe ich, was Sie brauchen. Hier. Aber ich weiß nicht, ob er hilft. Sehen Sie sich vor, ja? Oh, Sie sind ein Schatz. Wirklich. Ich werde sehr vorsichtig sein. Das sollten Sie auch. Mich bekommt kein Grimm. Dank Ihnen, mein liebes Kind. Ich muss darauf bestehen, dass Sie dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit annehmen. Ich weiß nicht, ich glaube, euch könnte man auch retten, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, bleib hier. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Ja, wir tun dir nichts. Was ist denn hier? Okay. War nicht gerade eine Kröte? Da ist die. Hey, bleib hier. Mit C? Ah. Falsche Taste gedrückt. Jetzt ist alles gut. Revelio. Hier war noch einer gewesen da. Was passiert, wenn wir jetzt die letzte eingesammelt haben? Was findet dann hier dieser Fortnabdruck? Nein. Revelio. Okay. Was haben wir denn dort? Ich glaube, wir... Okay. Ja. Ein Labyrinth. Ah, das waren jetzt aber richtige viele Ram-Drops, ne? Ach.
Super Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? War das die gewesen? Schade, dass Bardolph dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Hallo, Mrs. Sprottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke. Wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Sirona sagte, dass sie, als sie in Hogwarts war, in den Sommern bei Ihnen gewohnt hat. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Wie viel Spaß wir hatten, wenn Sie und Ihre Freunde uns besucht haben, wie Sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Erinnern Sie sich, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei, aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Okay, Findund betritt die Höhle. Dann machen wir diesmal. Aber wir werden andere Zauber anwenden. Denn ich weiß nicht, was uns erwartet. Das muss die Höhle sein, die Mrs. Sprottle erwähnt hat. Ich hole mir den Koboldhelm zurück. Meliamos! Was? Vorsicht bitte! Wenn das nicht Nora Treadwells kleines Herz. Klumpe gegeben, aber ich muss noch Sironas Briefe in der Höhle suchen. Ich sollte mich mal umsehen und die Schachtel mit den Briefen suchen. Incendio! Das sind vorerst alle Horklumpe. Mrs. Sprottle wird sich freuen. Sammelt Sironas Briefe, sammelt Sironas Schachtel mit dem Brief. Okay. Revelio! Was ist denn dort? Ah, guck mal. Confringo! Was ist denn dort? Interessant, ja.
Oh, ja, ist wirklich interessant. Oh, oh, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus, 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 raus. Ich glaube, wir müssen bestimmt noch dort unten, ja. Ich muss diesen Troll entweder bekämpfen oder ihn umgehen. Ah, fuck, vor gerade ausweichen. Wirklich knapp. Revelio. Wait, dort geht's lang. Was gibt's hier zu holen? Nichts. Okay. Revelio. Lumos. Komm her damit. Ich
Bei uns ist ein Schatz. Okay. Müssen Sironas Briefe sein. Ja, das sind sie. Ich sollte diese. Ich glaube, das ist alles. Sirona wird sich darüber freuen. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, also... Warum können wir aber nicht runterspringen? Wait, können wir bei dir auch Sachen verkaufen? Ich glaub schon, ne? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ja, Dünger kann man immer gebrauchen. Ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Das ist richtig wichtig. Offensives geht hier runter. Tja. Trotzdem behalten wir noch die Gegenstände. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Sie sind also einem Schmetterling bis zu einem Schatz gefolgt? Warum habe ich 500? Warum habe ich 500 Münzen bekommen, obwohl die Truhe schon auf ist? Bekommt man immer wieder 500 Münzen? Das wäre krass. Also das wäre wirklich krass, wenn man trotzdem 500 Münzen bekommt. Nee, was... Warum habe ich... Nee. Okay, was ist los? Hey, hey, hey. Ich... Hat 10 Münzen, schadet nichts, ne? Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Sprottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Über einige der Briefe habe ich mich gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. In einem der Briefe wird Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch.
Nichts ist besser, als den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Da war ein Brief von einer gewissen Mirabelle. Ist das Professor Garlick? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabelle stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie beide scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Okay. Ja, es ist eine Freude. Das freut uns, oder freut mich sehr, dass wir wenigstens Sharon jetzt helfen konnten. Na, dass wir die Briefe zurückbringen konnten. Ja. Okay, Ausrüstung, ja, wie gesagt. Die schauen uns gleich an. Das ist bestimmt der, was draußen steht, ne? Die Geschichte von Roland Oaks. Ist das der? Ich weiß nicht. Müsste sein, ne?